Hallo mit dir miteinander zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge von Weidejack, den Waldjacks, Demeterjacks aus Mittelfranken. Nachdem das Video, ich bin ja enorm begeistert über den Rückewagen, so enormen Anklang gefunden hat, bleibt uns nichts anderes übrig, als in dieser Folge nicht den Rückewagen dran zu haben. Wir sind mit unserer wunderschönen Seilwinde und unserem kleinen Johnny im Wald, in unserem Steckerlerswald. Und nutzen die Zeit, in den anderen Schlag können wir gerade nicht rein. Da ist einfach noch zu feucht, Frost haben wir noch keinen. Hier können wir schön hin, haben wir Rückegasse. Außen haben wir Schotterwege, das passt. Und da habe ich ja schon mal ein Video gemacht, zeige ich euch hier oben, wie wir das hier weitermachen wollen. Das ist eine Anpflanzung, kurz nochmal zusammengefasst, 30 Jahre alt. 32 Jahre alt, ich war so circa 3 Jahre alt und stand hier auf einem Baumstumpf und jetzt sieht man das hier und jetzt geht es mal darum, dass wir ein bisschen ausdünnen die ganze Geschichte, dass die Zukunftsbäume Platz haben und da haben wir, hier sind es leider schon wieder weg die Papierbänder, hier haben wir angefangen gehabt, aber wir haben quasi mit Papierbändern die Zukunftsbäume markiert. Und die störenden Bäume oder die, die den Zukunftsbäumen im Weg sind, die werden wir jetzt raus machen. Und ja, dann nehmen wir euch jetzt mal mit. Schöne, angenehme Neujahrsarbeit. Das können wir machen. Also, viel Spaß dabei. Bevor wir wieder die Sägen spannen, das sind halt hier die Probleme. Ne, wenn man das andere Video gesehen hat, oder da hat man noch kein Video gesehen vom anderen Schlag, da hast du Platz, da schmeißt die Bäume einfach um, die fallen um und weg. Hier hast du halt immer das Problem, hier fällt halt nichts um. Ne? Das ist halt alles nur zu eng, da fällt kein Baum um. Du musst eigentlich jeden einzelnen Baum mit der Seilwinde bearbeiten. Das heißt, ist jetzt zwar keine schwere Arbeit, aber es zieht sich halt ein wenig. Ne? Aber auch das geht vorbei. Dann gehen wir mal auf die Suche nach dem nächsten. Da hinten, glaube ich, haben wir alles schon. Ha. Dann haben wir da wieder einen. Da oben hätten wir auch noch mal einen. Was machen wir denn jetzt? Und ich glaube, der auch. Und der auch. Naja, da sind wir doch jetzt wieder hier. Na, also da kann man es nochmal schön. Da sieht man es eigentlich richtig gut. Hier haben wir Zukunftsbaum. Kameräder. Und der hier. Und der hier. Man sieht es oben in der Krone, also der hier und der hier stören unseren Zukunftsbaum. Deshalb kommen die weg. Und die hätte ich jetzt gesagt, da fangen wir an. Den schmeißen wir da oben rein. Müsste passen von der Richtung. Aber man sieht schon, es wird wieder nicht fallen. Ja, und den, ja, vielleicht da rein. Jetzt schauen wir mal, jetzt fangen wir mal mit dem an. Ha? Guck mal. Der erste, der mal wieder umgefallen ist. Super. Manchmal trifft man einfach die richtigen Entscheidungen. Der Baum und der Baum. Haben wir jetzt gerade noch diskutiert. Warum haben wir den eigentlich zum Zukunftsbaum gemacht? Deswegen.
Kernfaul. Habe ich natürlich von außen gesehen. Ja, jetzt haben wir Mittag gemacht und sind schon echt weit gekommen. Also wir sind jetzt schon bis hinten am Ende, wo man ganz hinten die Koppe sieht, da ist dann auch Schluss. Und es geht dann noch runter, das Stück. Keine Ahnung, welche Fläche das ist. Ja, aber jetzt haben wir schon echt einiges geschafft. Haben jetzt bestimmt schon 3-4 Rückewegen rausgefahren. Aber was machen wir eigentlich mit dem Holz? Ja, wir längen es ab auf 6 Meter. 6 Meter Stücke. Ist Stammholz und das wird dann gehäckselt für Hackschnitzel. Entweder für unsere Gemeinschaftsheizung, die wir ja haben. Da haben wir GBR, wo wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Haushalte angeschlossen haben. Ja, das kommt daher und wenn wir es nicht brauchen, dann können wir auch noch ein bisschen was verkaufen. Wir haben überlegt, ob wir Papierholz machen. Ich habe es, glaube ich, im anderen Video auch schon gesagt, aber Papierholz, meine Güte, du. Ich weiß gar nicht, was wir gekriegt hätten. Wir hätten für einen Festmeter 20 Euro gekriegt. So circa. Hättest du das auf 2 Meter Stückler, glaube ich, machen müssen. Also hättest du enorme Arbeit gehabt, das auf 2 Meter Stücke abzulängen. Dann wieder aufzustapeln und dann kriegst du 20 Euro dafür, für wahrscheinlich dann so 20 Festmeter. Ja, dann wärst du bei 400 Euro. Für echt viel, viel Arbeit, eben das dann so herzurichten. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir Hackschnitzel draus, weil ja, da ist ja fast nur mehr verdient dran. Oder weniger Arbeit dran, es ist effizienter auf jeden Fall. Naja. Und das Wipfelholz, das schmeißen wir, das passt jetzt, dass das mit der anderen Fläche auch so hinkaut hat. Das Wipfelholz schmeißen wir runter, dort wo wir die 50 Festmeter, finster hier, die 50 Festmeter Frischholz machen, grünes Holz machen. Und da schmeißen wir das dazu, zu den Ästen und zu dem anderen Wipfelholz. Und das lassen wir ja, ich glaube, ich habe schon dreimal gesagt, da unten dann auch häckseln. Und werden wir dann als nasse Ware wahrscheinlich verkaufen. Genau, und so Stück für Stück wird es dann. Und wo haben wir jetzt den Baum? Das wollte ich eigentlich nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt wieder finde. Wo man einfach richtig schön sieht. Yep, der hat jetzt Platz bekommen. Ich weiß nicht, was der? Ja, hier, ne? Der hier hat jetzt einfach schön Platz in der Krone. Ist auch unser Zukunftsbaum. Und der kann jetzt wachsen. Wir holzen jetzt natürlich hier nicht alles ab. Hier ist noch genug Zeug drin, was raus könnte, wo du siehst, ist kernfaul. Oder halt einfach kümmerliche Dinge. Aber machen wir bewusst nicht raus. Wir wollen ja den Verbund im Wald noch behalten. Weil natürlich der Wald nur im Verbund wirklich stark ist gegen die Witterung, gegen die äußeren Einflüsse. Und wenn wir jetzt hier alles bis auf die Zukunftsbäume raushauen, dann wird es nichts. Dann hau das nicht hin und so haben wir jetzt, ja, wenn man es weiß, dann sieht man ein bisschen den Unterschied, ne, von da hinten ein bisschen lichter zu ein bisschen hier dichter, lichter und dichter. Aber es soll, wie gesagt, nur der Zukunftsbaum freigehalten werden, damit der schön wachsen kann.
Hat es tatsächlich immer wieder einer geschafft, hey. Komplett umgefallen. Ein bisschen mithelfen müssen. Aber ansonsten ganz gut. Das wird. Und das halt jetzt hier rausziehen, ja, das ist halt immer so eine Geschichte. Aber das wird, das wird. Jetzt haben wir gleich die Hälfte geschafft. Und dann zweiter auch noch. Dann haben wir es. Dann haben wir es wieder für diese Folge. Wir waren ein bisschen im Wald. Ich habe euch gezeigt, was wir hier an der Fläche arbeiten wollen, was wir hier raus tun wollen. Und werde euch das sicherlich auch immer wieder mitnehmen, bis wir auch mal fertig sind. Ich denke, zwei volle Tage werden wir noch brauchen. Dann sind wir fertig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann klickt auf Gefällt mir. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr. Und immer schön fleißig kommentieren. Wir können auch nur immer dazu lernen. Also, ich wünsche euch nochmal einen guten Start ins neue Jahr. Kommt gut rein, gibt Vollgas, macht's gut. Ciao.